Ich hoffe mal, ich krieg das auch so hin im Spiel. Das wage ich zwar noch zu bezweifeln, aber... Na, alles eine Frage der Übung. So, jetzt sind wir also erwachsen. Schaust du mal, guck, wie schnell so ein paar Jahre vergehen können. Rost. Ist auch ein geiler Name übrigens. Heißt ja so, weil der so alt ist? Etwas eingerostet. Oh Gott, ich soll die Klappe halten. Ach ja. Mit der Zeit wird man etwas randösig. So. Diese Lagerfeuer sind, glaube ich, einzig und allein zum Schnellspeichern gedacht, beziehungsweise halt auch zum manuellen Speichern. Das heißt, also wann immer man eins sieht, sollte man es anzünden und mitnehmen. Denn, wie es viele Leute bestimmt kennen, aus vergangenen Zeiten noch, nicht unbedingt von mir, sondern im Allgemeinen, ist Zwischenspeichern Gold wert. Wir wollten doch heute jagen gehen. Wenn ich an früher denke, Spiele, wo es noch keine automatische Speichern gab, heidenei, hat man sich geärgert. 4 Stunden gezockt, dann ist der Rechner abgekackt und tü-tüm, man durfte alles nochmal machen. Das waren noch Zeiten. Mann. So. Was macht der hier oben? Die schöne Aussicht begutachten vielleicht, Uschi? Was ist mit ihm los? So, hoppa. Hallo, Typ. Ich bin's. Aloy. Jo, ich bin erwachsen. Hat sich bestimmt auch gewundert. Als du sagtest, dass wir jagen gehen, war mir nicht klar, dass ich dich aufspüren soll. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Ach. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Okay. Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal in unser Questmenü. Sind wir schon drin. So, wir haben... Da, 2 aktive Hauptquests. Eine aktive Hauptquest. Die Spitze des Speers. Und noch 1-2 kleine Nebenquests und ein Auftrag. Ach hey. Also wir haben auf jeden Fall... Irgendwas macht dir echt Sorgen. Au. Oh geil, uns hat mich nicht mehr Leben gekostet. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte da oben mit dem Seil da fahren sollen. Ja. Gut, dann nehmen wir halt einen langen Weg außen rum. So, aber das macht nichts. Da können wir zwischendurch noch so ein paar Kleinigkeiten einsammeln. Vielleicht läuft uns auch nochmal ein Dino über den Weg. Hiervon. So. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. 2 Tage. 2 Tage. Rohstoffe können schließlich. Stopp, Schwein. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich mehr Schaden mache. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. So. Ich muss eine Herde suchen.
bisschen Fleisch. Das brauchen wir ja schließlich. Wie war das? Da, genau. Oh, okay. Ich kann gerade keine Pfeile herstellen. Dafür muss ich anscheinend erstmal wieder einen Dino killen. Um die entsprechenden Teile dafür zu bekommen. Die Rohstoffe. Da haben wir wieder ein Lagerfleuer, genau. Da haben wir wieder ein tolles Lagerfleuer gefunden. Nee, stopp. Jetzt war ich hier unten lang richtig. Naja, okay. Ihr wärt wahrscheinlich hergekommen, wenn ich oben lang gegangen wäre. Irgendwo noch was zum Einsammeln? Das sieht nicht so aus. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So. So viele Leute, alle an einem Ort. Ah, da haben wir noch was zum Einsammeln. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. So, ich sollte vielleicht erstmal ein paar Maschinenviecher killen, bevor ich meine Pfeile an Schweine verfeuere. Aber dafür müssen wir erstmal nicht finden. Muss doch irgendwo. Wie kam ich denn nochmal auf die Map? Ah ja, das klingt fast logisch hier. Ah, okay, das ist das Läuferareal. Gut, dann finden wir da wahrscheinlich auch ein paar Maschinen. Ja. Sieht mal stark danach aus. Oh, da oben haben wir schon Wächter. So, jetzt können wir uns da nämlich auch direkt die Spur markieren. In freier Wildbahn. Und dann müssen wir uns nur noch entsprechend anschleichen. Oh, da sind mehrere Wächter. Wo läufst du lang? Na? Oh oh. Ja, das hatte ich fast befürchtet. Fuck. Bewegt sich gefälligst nicht so viel. Scheiße. So, nice. Oh, sehr schön. Haben wir noch alle gewuppt hier. Es ging jetzt noch ganz glimpflich aus, aber... Und ja, das meine ich tatsächlich ernst. Das kann auch ganz anders ausgehen, sowas. Das ist, wenn man so ein bisschen auf Entfernung steht und die einen nicht direkt sehen, hält sich der ganze Schaden noch in Grenzen. Jetzt können wir aber hier mal ein paar Pfeile herstellen wieder. Brauchen wir wieder ein paar Scherben, aber damit können wir leben. Ah, sieh mal an, wir können auch... Haben wir schon Modifikationen für unsere Waffen? Modifikation, jawohl. Gehen wir mal auf unsere Waffe. Wie kann ich denn... Modifizieren? Modifizieren? Ey... Waffen modifizieren. Da haben wir es doch. So, 6% Schaden. Das ist doch immer schon mal viel wert. Outfits modifizieren können wir noch nicht. Munition. Jetzt haben wir noch nicht den Kram, um das herzustellen. Aber wir haben, glaube ich, schon Fertigkeitenpunkte, die wir vergeben können. Jawohl. Ah, was machen wir denn da? Stiller Schlag. Drücke 1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen. Oder größere Gegner schweren Schaden zuzufügen. Mhm, das ist ja schon mal viel. Beim Zielen während des Springens und des Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Oh, das ist ziemlich geil. So, es sind ein paar Jägerpunkte hier. Leichtere Speerangriffe schlagen wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Das ist natürlich auch nicht verkehrt zum Metsammeln. Schnelle Heilung aus dem Medizinbeutel ist zusätzlich natürlich Rohstoffe beim Sammeln. Okay. Was haben wir da? Chance mehr Rohstoffe beim Plündern und Vernichten von Maschinen. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Das ist doch schon mal geil. Machen wir schnellere Heilung und danach haben wir hier noch die verdoppelte Kapazität vom Medizinbeutel. Ich glaube, das kann uns auf Dauer ganz gut weiterhelfen. Ey. Willst du wohl? So, meine Güte. Na komm her. Alles brav einsammeln. So.
Weißt du noch nicht, wofür wir den Kram genau brauchen? Also für irgendwas brauchen wir bestimmt auf jeden Fall mal das Fleisch, wenn das das Fleisch ist, was wir dafür sammeln müssen. Aber zum Beispiel auch die Haut, die wir da eingesammelt haben und so. Können wir bestimmt... Ah, was haben wir hier? Mutters Wiege. Aha. So, jetzt müssen wir uns hier mal wieder ein bisschen anschleichen. Oh. So, dich haben wir down. Der Rest ist, glaube ich... Oh, oh. Unterwegs zu mir. Wow. Speed Palm. Scheiße, ich habe gerade vergessen, wie der Nahkampf angeht. Ah, okay, auf R1. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. So, haben wir Metallscherben. Steininventar ist voll, okay. Den Wächter durchsuchen wir noch. So, nehmen wir das noch mit. Hier haben wir sogar was Grünes. 6% mehr Schaden. Sehr schön. So, da haben wir noch was Todes. Oh, oh, der scheint mir nicht... Wow! Mein Kopf stirbt. Also man kann auch viel mit dem Nahkampfangriff machen. So, sehr nice, sehr nice. Scheint hier einigermaßen zu fluppen. Aber noch haben wir hier nicht alles. Noch fehlt uns ein bisschen was. Da kommt doch schon wieder ein Wilderrad auf mich zu. Ah, keine Munition mehr. Stirb. Biestig. Okay, wieder ein bisschen mehr Munition hier herstellen. Ist natürlich scheiße, wenn sowas mitten im Kampf passiert immer. Nein. Das traust du dich nicht. Au. Okay, er traut es sich. Voll auf mich zugelaufen. Und ungeheuz. Nächstes Ding. So, wo haben wir noch was? Hoppala. Genau, du haust besser mal ab hier. Du hast eh keine Chance gegen mich. Aber hier war doch jetzt irgendwo gerade eben noch ein Vieh, was ich looten konnte, oder? Haben wir ein Lagerfeuer? No, hier gibt es nichts zu sehen. Ist hier ein Wächter? Hab ich gar nicht gesehen. Sehr schön. So muss das laufen. So, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen heilen hier. Zap, zap. Einmal voll healen. Oh, was haben wir da hinten? Da hinten können wir ein grünes Ausrufezeichen. So, also ihr seht, man muss aufpassen, wenn man so eine Herde verfolgt, dass sie nicht irgendwie zufällig bei neuen Wächtern oder sowas landet. Die man dann mal schnell übersehen kann. Bitte, du musst mir helfen. Wow. Ich bin schon wieder voll umgeholzt hier. So. Geil ist, am Anfang kannte ich das mit dem Nahkampf tatsächlich noch nicht. Das wird einem, glaube ich, erst später nochmal irgendwann gesagt. Na, da habe ich erstmal dumm aus der Wäsche geguckt, als so ein Vieh auf mich zugelaufen kam. Und dann so aus der Nähe mit Pfeil und Bogen, das war schon echt witzig.
So, komm her. Puff. Puff. Das finde ich, das haben sie. Also ich glaube, das ist noch eine etwas vereinfachte Darstellung. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Schwierigkeitsgraden anders sein sollte. Aber die Tatsache, dass man selbst aus großer Entfernung mit dem Bogen willst tatsächlich auf den Punkt genau so zielen kann, ohne dass der Pfeil irgendwie tatsächlich den Schwung nach unten macht oder solche Geschichten. Also der ganz normale Flugabfall oder Bogen oder wie auch immer man es nennen mag, die Flugbahn. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das auf ein anderes Schwierigkeitsgrad vielleicht anders geregelt ist, aber auf einfach ist es, wer hätte es gedacht, ziemlich einfach. So, ja, wo liegst du denn, Typ? Ne, hier? Ach, da drüben liegst du. Heidenei. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Ja, ich helfe dir ja. Keine Sorge. Ich bin doch immer für dich da. Du bist mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen. Geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Machen wir das oder machen wir das nicht? Ja, ich denke schon, gell? Ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Ich glaube, ich muss ja das mal bei Google raussuchen, wie das Ganze auf der PS4 Pro aussieht. Das könnte ziemlich geil sein. Mutterherz, dahinter war aber noch was zu looten. Der Medizinbeutel hat nämlich ganz gut gelitten. Frage ist, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Links rum wäre... Was wäre denn hier? Becken Nordtor. Ans Nordtor wollen wir aber noch nicht. In den Fußstapfen ihrer Mutter. Finde Arana. Machen wir das doch als allererstes Mal. War jetzt wo lang? Links oder rechts? Ist es ein Freund oder ein Feind? Kann ich irgendwie zoomen? Zoom, zoom, zoom. Ah, okay, ich bin schon ganz rangezoomt. In welche Richtung gucke ich denn jetzt gerade? Müsst ihr theoretisch in diese Richtung gucken, gell? Ja. Das heißt also, ich drehe mich um und gehe links dann den Weg lang. Umdrehen und links den Weg runter. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht doch so aus, als müssten wir hier lang. So. 400 Meter noch. Das kriegen wir hin. Erstmal holen wir uns das Schweinchen. Hey, Schweinchen. Haha. Ich wusste, wo du rein wirst, bevor du es wusstest. Hey, einsammeln. So, ist fein. Da haben wir auch noch was zum Looten. Oh, da drüben haben wir wieder ein paar Wächter. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Was? Wo muss Arana sein? Habe ich was verpasst? So, hilf mir doch jemand! Ich bin umzingelt! Wackack! Wo denn? So, hilf mir doch jemand! Wei, ich glaube, das... Ich sitze hier fest! Flugbahn ist noch ein bisschen... groß, oder? Ich kann nicht runter! Hilfe! Ach, da oben sitzt sie drauf. Okay, okay. Scheiße. Ich brauche Hilfe. Das war's. Ich kann nicht runter. Ich habe nichts bemerkt. So, ist nämlich... Wow. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war vielleicht doch ein bisschen weit weg. Fuck. Na, komm her. Geht doch. Wie weit ist das zu weit weg? Ah, geil, sehr schön im Lauf geholt, das X-Vieh. Na komm, dich holen wir uns auch noch. Aber erstmal mache ich, glaube ich, ein paar Pfeile. So, kommen noch ein paar.
Und dann kriegst du noch einen Pfeil in deinen Arsch. Genau. Schön rüber gucken. Hoppala. Scheiße. Noch. Bleib da nicht stehen. So. Mann, Mann, Mann. Was eine schwere Geburt da drüben jetzt. Aber jetzt sollte hier drüben eigentlich alles tot sein, soweit. Der Scanner findet zumindest auch vorerst mal nichts mehr. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Aber selbst natürlich, Uschi. Freilich, freilich. War auch vollkommen selbstlos. Abgesehen von dem ganzen Loot, den ich jetzt von den Wächtern habe. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, wir können gleich gucken. Erstmal muss ich looten. Bei Loot hört schließlich die Freundschaft auf. Ich möchte mich nur bedanken. Oh, ein Truthahn. Oder wie war das? Ein Truthahn. Gefüllt mit Truthahn. Ich bin mal gespannt, wie viel ich mir insgesamt. Ja, ich bin doch am Weg, Mensch. Immer so eine Danke. Hetze hier. Ich dachte ja schon, nicht. Die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater ja, hätten sie wahrscheinlich auch, wenn ich nicht es ist gewesen Zeit, wäre. Heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ich suche nach deinem Speer. Ich suche deinen Speer. Nebenquests sind ja schließlich Wirklich? Meine Hauptaufgabe. Ach, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm.